Heute machen Heinz und ich Kartoffelpuffer. Und zwar riesige. Ja, du hast jetzt hier riesige Kartoffeln. Aber was wir ganz wichtig ist, was wir dabei beachten müssen bei den Kartoffelpuffer, es geht nicht jede Kartoffelsorte. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz kleine Kartoffeln nehmen, die festkochend sind, die gehen dafür nicht, ja, weil die vom Stärkeanteil zu groß sind. Ja. Und darum nehmen wir die etwas größeren Kartoffeln oder mittlere Kartoffeln, weil die eben einfach etwas weichkochender sind. Ja, also keine festkochenden Kartoffeln nehmen, sondern weichkochende Kartoffeln. Das ist aber schwer. Ja, dann schau mal, dann nehmen wir den hier, den kennst du gleich von zu Hause. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, ja? Okay. Ja, so ein bisschen schräger rüberschälen. Hier, so musst du das machen. Schau mal, Emily, so. Immer so rumdrehen. Ja, Kartoffelschälen, das ist eine Kunst. Früher hat man das so gemacht, dass man die ganz fein gerieben hat. Aber nach meinem Rezept ist es einfach besser, wenn man sie grob reibt. Hoppla. So, dann nehmen wir die Reibe hier und reiben das hier so runter, dass sie schön grob bleiben. Ja? Dafür kann man natürlich auch eine Maschine nehmen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Scheibe von einer Maschine, einer Küchenmaschine. Die gibt es auch als Rolle. Da kann man das auch runterreiben. Dann hat man so richtig so Spaghetti-Form. Ja? Wenn man das hier so runterreibt, ne, und die Maschine läuft, schau mal hier, ne? Da kommt so richtig schöne Spaghetti raus. Und ganz wichtig ist, dass man sie nicht zu fein reibt, weil sie sonst eben einfach zu fest wird, die Masse. Jetzt haben wir die Kartoffeln gerieben. Wir haben jetzt hier ein bisschen Salz, Pfeffer dran gegeben. Muskatnuss, da machen wir noch ein bisschen was dazu. Und weißt du, was ganz wichtig ist, wenn man die Kartoffelpuffermasse jetzt ein bisschen im Voraus macht, ist es wichtig, dass sie nicht anläuft, weil die Kartoffeln werden ja schnell braun. Und was machst du dagegen? Die kürzer machen? Nein, kürzer machen, das bringt nichts. Wir nehmen Folgendes. Wir nehmen entweder Vitamin C, Ascorbinsäure, oder wir nehmen Klößweiß oder Fruchtklar. Da kommt eine ganz kleine Prise dran hier. Ja, so. Ja, aber nur ein ganz klein bisschen bitte, weil sonst schmeckt man das raus. So ist gut. Oh, das reicht schon. Dann vermengen wir das Ganze und haben unsere Puffermasse schon fertig. Ich mache dir jetzt mal einen vor. Man nimmt jetzt so die Kartoffelmasse hoch, legt das auf den Löffel und dann formt man da eine runde Kugel. Schau mal. Okay. Wenn die Kartoffelpuffermasse ein bisschen Flüssigkeit zieht, muss man sie vorher ein bisschen abtopfen, weil wenn man sie nämlich in die Pfanne gibt und in das heiße Fett, spritzt das natürlich dann ganz mächtig, ja? Ja, das geht doch schon ganz gut. Nee, du musst sie ruhig in der Hand lassen. Schau mal, ich zeige es dir nochmal in aller Ruhe. Die Masse so nehmen und dann schön in der Hand glanzleicht formen. So, schau mal, das geht auch wunderbar. Wir haben für die, das ist ja unsere Puffermasse und diese kleinen Kugeln hier, ja, die aussehen wie Knödel, kommen in die Pfanne und dann zeige ich dir nochmal einen Trick. Die werden dann mit einem Löffel leicht platziert, nicht platziert, sondern plattiert, ja. Oh, du bist ja schon mit den Puffern da, das ist schon mal sehr schön. So, Emily, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt hier eine Pfanne, da haben wir ein halbflüssiges Pflanzenfett drin, ja. Und was ganz wichtig ist, dass man die Pfanne vorher mit dem Pflanzenfett erhitzt, mindestens so auf 200 Grad. Ja? Das ist ganz wichtig, damit die Puffer nicht anbacken. Dann drehen wir die Temperatur runter. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Dann setzen wir die Kartoffelpuffer in die Pfanne. Ja, das zischt nur ein bisschen. So, und darum macht man ja auch so, dass sie nicht so fett, wie soll man sagen, dass sie so nass sind. Da wird es jetzt richtig schön stark spritzen. Dann machen wir es einfach so, dass wir sie in die Pfanne geben. Jetzt sind sie richtig platt, ne? Und so mit so einem Löffel kann man das am besten machen. Was jetzt ganz wichtig ist, dass man die Temperatur hält, ja, und was noch wichtig ist, dass man die Pfanne in Bewegung hält. Das ist ganz wichtig wegen der Temperatur, weil sonst würden die Puffer ja nur auf einer Seite braun werden, ja. Das heißt, dann würden sie außen ganz heiß werden und werden dunkel und in der Mitte werden sie nicht braun und auch nicht gar, ja. Schau mal, und dann, wenn man das so macht, so richtig schön durch die Pfanne surfen lässt, schön locker, ja, schöne Bewegung halten, dann die Temperatur nicht so hoch drehen und dann können wir die Puffer gleich mal umdrehen. Dann wirst du staunen, wie goldgelb die sind. Siehst du, wie schön goldgelb die sind? Wenn man sie umdreht, macht man es immer so, dass man immer von sich weg macht, dann, falls man das mal ausrutscht, dass einem das nicht anspritzt. Ne? Siehst du, das immer weggeben. Ne? Schiebst du mir bitte das Blech mit dem Tuch rüber? Ja, wunderbar, vielen Dank. So, da die Puffer ja in viel Fett gebacken sind, nehmen wir sie auf ein Küchentuch oder auf einen Küchenkrepp und lassen sie abtropfen. Da sind sie nämlich gar nicht so fettig, wie man denkt, ja? Aber sie sind schön goldgelb und kross. Schau dir das mal an. Sehen die nicht lecker aus? Hä? Ich
Jetzt warten wir noch mal einen kleinen Moment und dann probieren wir sie noch mal. Das sieht ja lecker aus. Was ist das denn alles? Ja, das sind unsere Puffer, die wir vorhin gebacken haben, als Silvester-Überraschung. Hier mit Lachs und Wasabi-Sahne. Für dich so mit Apfelmus und getrockneter Milchhaut. Dann haben wir Creme Fraiche und ein bisschen Hechtkaviar genommen. Dann haben wir noch mal was Leckeres für dich, ein Apfelkompott. Und noch mal was Leckeres für mich, den gebeizten Champagnerlachs. Ja, ich würde sagen, sollen wir mal probieren? Hm? Guten Appetit. Guten Appetit. Oh. Köstlich. Köstlich? Mhm. Und meiner erstmal, du. Und diese großen Kartoffelpuffer, ne? Was kochen wir dieses neue Jahr? Im neuen Jahr kochen wir ein ganz leichtes Gericht. Ich würde sagen, mal die ersten beiden Mal machen wir ganz leichte Gerichte. Aber schmecken muss es. Ja, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Du weißt doch, dass es bei uns sehr gut schmeckt, oder? Mhm. Warum sind die Kartoffeln denn so riesig, Heinz? Weil das riesen Kartoffeln sind. Heute machen Heinz und ich... Einmal um die ganze Welt. Man muss die Puffer in Bewegung behalten, wie beim Hula-Hoop, ja? Prosit Neujahr. Prost, Neujahr.